So, willkommen Freunde, wir spielen heute mal Tennis World Tour 2. Ich bin mal gespannt, wie das Game so ist. Ich habe früher viel Tennis gespielt. Ich würde sagen, bevor wir eine Karriere starten, werden wir erstmal einfach ein Turnier spielen. So, kleine Einstellung hier nochmal. Ah, das hat nicht hingehauen. Da los. Ah, jetzt geht's. Kann losgehen. So, Turnier wollten wir ja, ne? Genau. Keine Ahnung, was wir hier machen. Also fangen wir erstmal an mit sehr leicht. Wir wollen ja einen großen Erfolg haben. So, Alexander Zverev. 82 von der Stärke her, er hat 85. Naja, nehmen wir mal Zverev. So, da würde ich sagen, zufällige Anordnung. Ja, sehr gut. So, Runde 128 Nebler Stadion Neapel. Match beginnen. Man kann das sogar simulieren. Das finde ich ja krass. Oh, schickes Outfit. Hier gleich mal mit Spuckfilter abverschreckt. So, kann losgehen. Na, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich habe ja früher viel Tennis gespielt. Jedenfalls so die so PlayStation 2 oder so hatte ich mal ein paar Sachen gespielt, die waren ganz geil. Müssen wir uns hier erstmal eingrooven, deswegen spiele ich auch noch gar keine Karriere. So, okay, hiermit können wir den ganz normalen Standardschlag machen. 30 love. Aber genau in die Mitte treffen, dann haben wir natürlich einen Ass oder so, ne? So, da ist der Normalschlag. Hier können wir, glaube ich, anschneiden. Kann das sein? Ah! Glück gehabt! 40 Love. Ja, komm, epischer Sieg, oder? Hauen wir den weg. Okay, wir spielen es auch sehr leicht, nehmen wir uns sehr leicht. Ich hoffe, jetzt. Ja. Ah, sehr gut. Oh, dieser Spuckschutz. Ach, scheiß drauf. Love 15. Ah, Fehler. Doppelfehler, das war ja mal geil. Er stand zwar spät. So, jetzt lass mal ein bisschen laufen. Ja, sehr gut. Ja, wieder Fehler. Ja, so kann er natürlich gegen mich nicht gewinnen, ist ja ganz klar. Ja, zack, jetzt nach links. Ah, sehr gut.
Das nenne ich mal profimäßig. Sehr episch das Ganze. Ich würde ja gerne mal in die Mitte treffen beim Aufschlag, aber... Oh, da habe ich ja Glück gehabt. Wenn der gekommen wäre, das wäre ja knapp gewesen. 15 war. Wir können ja mal gucken, ob wir es schaffen. Nee. Jawohl. Highlight kann man auch anzeigen lassen. Ist ja auch interessant. Er ist immer noch sicher. Ah, shit. Naja. Wir üben ja noch. Ja, der war sicher, aber ob der überhaupt ankommt? Alter Falter. Boah. Wenn so eine Bälle landen, dann hast du echt ein Problem. 40-15. Oh. Ah, da muss ich mit dem anderen Stick dann rüberziehen. Ja, okay. Kannte die Steuerung jetzt noch nicht so genau. Ah. Oh. Ich dachte so, ich spiele mal gegen die Laufrichtung. 40-30. Der war geschnitten. Ah. Nee, nee, nee. Ja, da war ich wirklich zu spät. Deuce. Alter, der hat echt aufgeholt. Lieber einen sicheren Aufschlag hier. Heftig. Da hätte ich jetzt eine Bäckerrolle gebraucht. Ah. Hat er echt gewonnen? Alter, heftig. 2-1. Ja, da müssen wir nochmal ins Trainingscamp, würde ich sagen. Ich habe auch nur die Standardschläge bis jetzt benutzt. Ich habe noch nicht mal Ball angeschnitten. Ja, Glück gehabt. Nochmal ins Netz ran. Ah. 15 love. Alter, ich werde das Spiel ja wohl nicht verkacken hier. Das ist ungewohnt, wenn der Gegner jetzt einen Aufschlag macht. Ah, oh, schon wieder ran. 30, love. Mann, 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 Mann. Jetzt werde ich hier nur abgezogen. Glaub's ja nicht. Na, oh, Glück gehabt. Ich glaube, ich müsste mal mehr mit Schnitt spielen. So. Ah, haha. Sehr schön. Ja, der Ball muss ja erst richtig ruhen, bis es weitergeht. Ah. 40-15. Eieiei, der stellt sich da doch besser raus, als ich dachte. Oh, komm.
Der war sehr gut. Der war einmalig. So muss das sein. Ja, den kriegen wir. Ah, Gott sei Dank. Da habe ich Glück gehabt, weil sonst hätte ich den ins Netz geschlagen. Deuce. Yo. Advantage, Sarah. So möchte ich das sehen. Aha, sehr gut. Könnt ihr ruhig öfter machen. Dann brauche ich mich hier nicht so anstrengen. Ah. Geiler Ball, los, komm. Und jetzt links. Ah. Warum haut er den denn raus, ey? Mann. Jetzt nach links, nach rechts. Ja. Advantage, Zverev. Na. Scheiße. Hätte ich ein bisschen mit rechnen müssen. Quiet, please. Thank you. Ja, komm schon. Jetzt rüber. Ah, der war doch perfekt. Jetzt nochmal rüber. Ah, sehr gut. Advantage, Sarah. Ah, schöner Fehler. Komisch, der Ball muss immer erst komplett ruhen, bis da irgendwas passiert. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber egal. Sicherer Aufschlag. Ja, komm, den haben wir. Ja, die Linienrichter guckt aber ein bisschen gelangweilt. Okay, ist wahrscheinlich auch kein Spitzenspiel. Yo! Alter, wir führen 3-1. Ja, so will ich das sehen. 40 love. Tja, da guckst du, wa? Dann macht da nix. Jetzt können wir den gleich rechts rüberziehen. Ne? Ah, schöner Fehler. Ja, komm. Den kriegen wir. Ah, Doppelfehler, ne? War nicht... Hat nur einen, scheiße. Ich dachte irgendwie Netzfehler und dann. Love 15. Alter, der hat einen Ass gemacht, ey. Ich glaub's nicht. Ich habe aber auch richtig beschissen gestanden. Oh, war das gut. Love 30. Ja, schöner langer Ball. Love 40.
Quiet, please. Thank you. Quiet, please. Just 20. Lasst mal den Meister spielen. Alter, was für ein geiler Ball. Yes! Game. Zero. Der war ja wohl optimal. Oh, wieder ein sicherer Aufschlag hier. Ja, der war nicht gewitzt gespielt von ihm. Ziehen wir mal rüber. Genau. 15 Love. Ja, sehr geil. 30 Love. Also immer sicheren Aufschlag irgendwie, aber vielleicht ist das auch gar nicht verkehrt. Bevor ich mir irgendwie ein Ass hinspettere. Jawohl. 40 Love. So, jetzt ziehen wir links rüber. Ah, sehr gut. Den hätte er kommen sehen müssen. For set, Zverev. Ich hoffe, wir verkacken jetzt nicht. So, ich werde jetzt einfach behaupten, der da drüben ist ein Weltklasse-Spieler. Oh, das war aber knapp eben. Sehr gut. Love 15. Ich denke mal, wenn ich ein bisschen mehr Druck hinterm Ball habe, dann ist das besser, als wenn ich immer nur so schnell schlage. So, zack. Tick, tick. Ah, oh, ordentlich Dampf. So, jetzt nur einen kleinen geschnittenen. Macht der nix. Love 30. Ey, der macht viele Aufschlagsfehler. Das finde ich sehr nice, muss ich sagen. Okay, wäre natürlich auch langweilig, wenn das nur machen würde. Aber jetzt nach rechts rüber. Ja. Love 40. Wie ein Profi. Ja, sehr gut. Kann manchmal auch ein bisschen irritierend sein, wenn man darauf wartet, dass er kommt und dann liegt er im Netz und der nächste sitzt dann nachher. Der nächste Aufschlag. Ah. Game. Hat trotzdem gut gespielt von ihm. Ich habe echt gedacht so, naja, wenn der jetzt noch aufkommt, dann war's das. Ja, schöner Spielzug. Quiet, please. Thank you. Ja. Ah, sehr gut. Dafür, dass er gesagt hat, er war zu spät, haben wir den ganz gut gemeistert. Schade. Ich will ja irgendwie mal versuchen, so einen richtigen Powerschlag zu machen. Okay, ich könnte vielleicht froh sein, wenn es überhaupt funktioniert. Oh Mann, was war das denn? 15 all. Jetzt haben wir uns so sicher gefühlt. Ja, kommt sie rüber und jetzt links. Ja. Scheiße, Mensch. 15-30. Nee, 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 nee. So, Powerschlag kriegen wir wieder nicht hin. Wie, man kennt ihn. Los, kommen wir jetzt links rüber, den holen wir uns. Ah, sehr gut. Sehr nice. 30-all. Die Linienrichterin wie immer sehr gelangweilt. Ja, komm jetzt rechts rüber. Ja, unser Punkt. Sehr geil.
40-30. Na, mal gucken, kriegen wir den hin? Ja, der ist gut. Er steht scheiße, oder? Naja, dann lassen wir ihn mal ein bisschen laufen. Ziehen links rüber. Ah, Mann! Dann verzieht er den dann, ey. Was soll das denn? Ja, eigentlich so ein paar Liegestützen für einen Spieler nochmal extra kriegen hier. Ich will es daneben schlagen. Oh, der war. Advantage Zverev. Ja, komm. Den haben wir. Okay, er hat mit Schnitt gespielt. Warte mal, das mache ich jetzt auch mal. Ah. Game Zverev. Ich hoffe, der steigert sich nicht noch in den nächsten Runden. Oh, jetzt hat er wieder Aufschlag. Das ist immer ein bisschen irritierend. Ja, der erste ist immer falsch bei ihm. Das ist gut. Boris Becker auf jeden Fall. Oh, hast du das gesehen? Es war ja wohl episch. Doppelfehler vom Gegner. Wie geil, ey. White, please. Advantage Becker. So, jetzt hier. So, alles klar. Und jetzt... Ah. Ich wollte ja eigentlich so links rüber spielen. Er hat auch gut geklappt. Love 30. Quiet, please. Thank you. Quiet, please. Thank you. Habe ich beim richtigen Spiel auch noch nie gehört. Dann gehen wir mal ans Netz ran ein bisschen. Ja. Oh, so wollen wir das sehen. Sehr schön. Ich glaube, den packen wir. Ah, sehr gut. Ja, mein Gegner macht viel falsch am Anfang. So, jetzt... Oh. Wenn der gekommen wäre, wäre der echt gefährlich gewesen. Game. Jawohl. 6 zu 1. Oh, was für ein epischer Ball. Und jetzt, ja. Genau, ich muss den richtigen fächern, das stimmt. So, jetzt wird auch nochmal gefächert hier. Ich möchte gerne mal den Powerschlag hinbekommen, aber es haut nicht so hin. Jetzt rechts rüber, er steht falsch. Ah. Ja, so mal locker den Schläger geschwungen. 15 Love. 15 Love. So, jetzt links rüber. Ah, unser Punkt, ganz klar. Krass, ey, dass die sich die Bälle da extra nochmal bringen lassen, auf den Schläger legen. 30, nee, 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 nee. Wie dekadent. So, der ist jetzt auch ein sicherer. So, jetzt kommt rechts rüber. Links Powerschlag und jetzt... Oh, der war knapp. Ah! 30, ah! Der hat an der Linie falsch eingezeichnet. Der war doch eindeutig drin. Ganz schön Dampf gehabt, der Schlag von ihm. Aber hat nichts gebracht. 40-15. So. Jetzt machen wir einen Sack zu, würde ich sagen. Ja, perfekt. Game Zverev. So muss das sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Turniermodus. Das ist jetzt ja nicht Turniermodus, Karrieremodus. Das ist jetzt hier ja noch der Einzelmodus, um nur ein bisschen reinzukommen. Aber ist schon nice. Mal was anderes. Ja. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist hier Tourist minus
Minus, minus. Ich habe sogar auf wirklich auf sehr leicht gestellt. Out. Oh. Aber einfach nur mal zum Reingrooven, ne? Später werde ich natürlich auch Very Hard spielen, ganz klar. Love 30. Oh, jetzt kommt bestimmt wieder ein Fehler beim ersten Aufschlag. Nee, der kommt. So, jetzt rechts. Ah! Love 40. Ich glaube, den würde ich auch mit dem Tischtennisschläger Quiet, please. Besiegen. Thank you. Ah, siehst du? Da hat er wieder daneben gehauen. Oh, der kam gar nicht so schlecht. Oh, den hat er auch noch. Au, oh, Lob. Ah, der war knapp. Wenn so eine Bälle kommen, hast du nichts mehr zu lachen. Game, Zverev. So, sicherer Aufschlag. Sehr gut. Ah. Unglaublich. Welch sportliche Höchstleistung. Ah, schade. Ich würde irgendwann mal gerne diesen Poweraufschlag hinbekommen, aber das klappt irgendwie noch nicht. Ah, das war ja wohl. Aber ich muss sagen, Very Easy ist auch wirklich zu einfach. Also wäre auch schöner, so ein paar schöne Schlagabtausch zu haben. Irgendwie so hin und her für ein paar Minuten. Oh, der war auch nicht schlecht von ihm. Aber den holen wir uns. 40, love. Komm. Alter, der war aber. Second set, Zverev. Ja, auf jeden Fall. Ah, jetzt hat er wieder was auf. Der erste geht wieder daneben. Ja, sage ich doch. Ich hoffe, ich stehe jetzt richtig. Oh. Doppelfehler, sehr gut. Love 15. Ja, so ein Balken wird wirklich immer kleiner. Oh. Ja, ich. Ach so, tot. Ja, ich war schon ein bisschen am Rätseln beim Spiel, was, ne? Ja, aber der hat wirklich kaum noch Energie. So, kommt jetzt. Powerball. Ah. Alter, diese Linienrichter, wie die immer guckt. Als wenn die einen umbringen will. Die ist ja schlimmer als ich hier vorm Rechner. Was ist da los? So. Jawoll. Perfekt. 40. Ah, sehr gut. Leichte Punkte für mich beim Doppelfehler. Game Zverev. Unglaublich. So, jetzt wird er nochmal richtig gefächert. Zack. Ich habe das Gefühl, mein Spieler, okay, der Balken wird ein bisschen, schrumpft ein bisschen. Ich gehe auch davon aus, dass der immer ein bisschen langsamer geworden ist jetzt. Die Kunst ist ja eigentlich auch, den Gegner mehr laufen zu lassen. Okay, jetzt ziehen wir mal rechts rüber. Wieder rechts rüber. Ah. Oh Mann, ey, den hätte ich mir sparen können. Quiet, please. Thank you.
der war auch nur sicher. Ja, komm, den haben wir. Ja. Ja. Ab und zu mal ins Netz ranzugehen ist gar nicht so verkehrt. Auf geht's. So, gerade rüber und jetzt nach rechts. Ans Netz und links. Ach, Mann. Ah, das Netz ist zu hoch. Das ist falsch eingestellt. Das muss ich... Ja, ich spiele mit Gamepad. Hier mit Xbox 360 Controller. Funktioniert echt super am PC. Ja, komm, den haben wir. Ja. Der Sieg ist unser. 40-30. Ja, er ist ein wenig ratlos. Zack. Oh, das war knapp. Den hätte ich beinahe versemmelt. Game Sarah. Okay, ich hoffe, der erste geht wieder daneben. Ja. Kann man sich zwar nicht immer drauf verlassen, aber das ist meistens echt so. Ah, gut. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch so eine Bäckerrolle machen kann. Boris Becker, der hat das doch mal gemacht. Der ist mal nach rechts gesprungen, irgendwie mit dem Schläger und sich nochmal im Flug gedreht und den Ball getroffen. Aber wenn man Turniermodus spielt, kann man bestimmt noch ins Trainingslager und ganz Krams. Okay, der kommt rechts. Alles klar, Doppelfehler. Ich wollte ihn auch rechts. Genau, er wollte links rüberziehen, genau. Nicht rechts, links. Aber durch den Doppelfehler hat sich das erledigt. So, wenn ich den jetzt rechts rüberziehe. Jetzt habe ich ihn links rübergezogen. Okay. Perfekt, perfekt, würde ich sagen. Da macht er nichts, der Junge. So. Doppelfehler. Nummer 1. Mal gucken, ob er noch bei den nächsten hinkriegt. Ja, der kommt. So, den spielen wir mal ein bisschen mit Schnitt. Oh, das war knapp. Ja, genau. Ja, ja, Becker Move und Schwanger, das war ja die Besenkammer, ne? Das Kind, was er nicht leugnen konnte. Allein schon vom Aussehen her. Quiet, please. Thank you. Ja, sicherer Aufschlag. So, komm, den holen wir uns. Scheiße, er ist noch rangekommen. Alter, Falter, ey. Mit dem los. Ah, sehr gut. Prima Ballerina, sage ich nur. Wie eine zarte Elfe ist er da über den Sand geschlittert. Hier der Aufschlag, der war ein bisschen schwach. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, auch sicher. Nicht in der Mitte. Jetzt komm, rüber. Jo. Könnte sich auch die Highlights anzeigen lassen, aber das hebe ich mir mal irgendwann für später auf. Wenn es dann richtig im Karrieremodus weitergeht. Ja, komm. Also das war ja ein eindeutiger Stellungsfehler von ihm. Der konnte nur schief gehen. Guck mal, er bleibt rechts stehen, anstatt nach links zu laufen. Und zack, war's das. Jetzt kommt er wieder mit seinen Aufschlägen hier. Gucken. Oh, dachte schon, der erste kommt diesmal. Ja, Spiel ist auch nice, muss ich sagen. Also,
Ist bei Steam-Bewertungen ausgeglichen, kann ich aber nicht verstehen, weil Tennisspiele immer Spaß gemacht haben. Love 15. Und das ist eigentlich auch nice. Also es gibt bis jetzt nichts zu kritisieren. Ich glaube, Multiplayer haben einige gesagt, dass es da ruckeln soll. Aber okay, das ist ja auch immer Hardware- und Performance-abhängig. Love 30. So, den holen wir uns jetzt den Punkt. Ah. Los, komm, einen Fehler darf er noch machen. Ja, sehr gut. So, jetzt links. Und jetzt rechts. Und jetzt wieder links. Ja. Love 40. Sehr gut. Und jetzt noch ein Fehler. Dann haben wir es schon wieder. Nee, der kam diesmal. So, jetzt links rüber. Ah, sehr gut. Game zero. Ich muss natürlich sagen, was mir gefällt an dem Game sind die Farben irgendwie. Die sind so kräftig und so geil. Wahnsinn, wenn ich überlege, wie die Tennisspiele früher ausgesehen haben. Ja. Oh, jetzt kommt er, wollte er loppen. Scheiße, hätte ich schärfer spielen müssen. Jetzt aber nach rechts. Ja. Und wieder hat er sich nicht bewegt. Aber wenn das mit seinem Balken unten weiter so geht, dann läuft er bald gar nicht mehr. Obwohl, es geht noch. Bei mir auch. Also, fast ausgeglichen. Ja. Ah! Den hat er sehr gut gespielt. Den habe ich total unterschätzt. Ja, hat nicht geklappt. Ja, komm. Rechts. Ja. Absolut geil. 30-15. Quiet, please. Thank you. Jetzt rechts steht, könnte man eigentlich links rüberziehen, ne? Ja. 40-15. Mit Pong kannst du trotzdem mit, genau. Ja, Pong war auch geil, diese zwei Striche damals, ey. Wie fasziniert man war. Boah, da bewegt sich was auf dem Bildschirm. Das kann man selber beeinflussen und steuern, ey. Das waren Zeiten, ne? Game, set, and perfekt. Match. So, guck's dir an. Episch, oder? 98%. Gehen wir mal auf weiter.